Schön, dass du da bist, schön, dass du online mit dabei bist. Einer der größten Freuden für mich als Lehrer ist es nicht nur tagtäglich die Schüler zu sehen, sondern besonders, wenn sie nach ein paar Jahren wiederkommen und ich ihr Leben ein bisschen sehen darf und die Früchte davon, wo ich ein bisschen mitwirken durfte. Und das war neulich der Fall, da war ein Junge, der sehr besonders war, der vor einigen Jahren in meiner Klasse war, der kam jetzt vor ein paar Tagen wieder an die Schule, wollte einigen Lehrern wieder Hallo sagen. Und das war so besonders, weil dieser Junge ungefähr mit 16 Jahren aus Afghanistan kam und seine Eltern auf dem Weg verloren hatte. Ich weiß nicht ganz, ob das tatsächlich auf dem Weg war oder schon in der Heimat. Auf jeden Fall war er hier alleine, wusste nichts von seinen Eltern. Und ich fand das so enorm. Und umso krasser war das jetzt, ihn zu sehen, wie er ein glücklicher Junge ist, wie er kreativ ist. Er hat auf TikTok ein paar Millionen Follower, weil er irgendwelche witzigen Videos macht. Und er ist glücklich, er ist kreativ, er ist erfolgreich, er hat seine Ausbildung jetzt abgeschlossen, wo ich mir denke, wow, es ist nicht nur entscheidend, was ich erlebe, sondern es ist entscheidend, wie ich damit umgehe, was ich denn glaube. Er hätte glauben können, ja, meine Eltern, die wollten mich gar nicht, die wollten mich nur loshaben und deshalb haben sie sich auf der Reise davon gemacht. Wenn er das glaubt, hat er ein ganz anderes Leben, als wenn er glaubt, wow, ich habe meine Eltern nicht mehr, aber meine Eltern haben alles gegeben, damit ich jetzt eine bessere Zukunft habe. Und ich sehe in seinem Leben, dass er das Zweite glaubt. Und es ist so entscheidend auch für uns, was wir tatsächlich glauben, welche Früchte zum Beispiel Vergebung in meinem Leben denn bewirken. Und du darfst mit mir aufschlagen, Psalm 32, drei Verse davon will ich lesen. Psalm 32, ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Da will ich die ersten beiden Verse und dann später noch den fünften lesen. Also Psalm 32, Verse 1 und 2. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Also hier nennt die Bibel mich glücklich, wenn ich Vergebung bekommen habe. Aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal finden wir uns wieder mit gar nicht glücklichen Gefühlen. Wo wir plötzlich merken, wow, die Bibel sagt, ich bin glücklich, ich bin gesegnet, finde mich aber wieder mit unglaublich vielen Gründen, warum ich denn nicht glücklich sein kann. Gerade jetzt. Weil das und das und das gerade nicht der Fall ist. Und ich merke, ich gebe oft Dingen meiner Umstände so viel Gewicht, dass sie das, wofür Jesus gestorben ist, zunichte machen in meinem Herzen. Und das ist krass. Dass ich zum Beispiel sage, ja, ich bin irgendwie dankbar schon für Vergebung, aber ich habe immer noch keine Zufriedenheit in meinem Herzen. Ja, das bringt mir immer noch keinen Partner, für den ich so lange bete. Das bringt mir immer noch nicht den Frieden in meiner Familie. Ich habe immer noch Stress auf der Arbeit und so weiter. Und ich merke, ich lese, gesegnet, glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist. Aber jetzt finde ich mich wieder im Gebet und bin alles andere als glücklich. Und oft hängt das auch damit zusammen, dass ich diese Vergebung so sehr menschlich verstehe. Ich habe von meinen Mitmenschen gelernt, was Vergebung ungefähr ist. Und nicht aus dem Wort Gottes. Also lese ich das Wort Gottes und sage, okay, lese, da ist, mir wurde vergeben, aber ich denke in meiner menschlichen Logik. Und heute wollen wir ein bisschen gucken, wie ist denn die göttliche Logik für Vergebung? Und da darfst du mal zwei Verse mit mir weitergehen, wo es in Vers 5 dann heißt, David beschreibt, dass er das ein bisschen versteckt hat vor Gott, weil weil ihm das peinlich war. Und Vers 5, doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Und ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und jetzt, und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Und du hast meine Schuld weggenommen. Das finden wir immer wieder. Dass Vergebung bedeutet, Gott nimmt mir Schuld, nimmt mir Sünde weg. Ich gebe dir ein paar andere Verse, zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 12b heißt es tatsächlich, er hat die Sünden vieler getragen. Oder in Hebräer 9, 28, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Ja, wenn Jesus dir die Sünden wegnimmt, ja, wo sind sie dann? Ja, nicht mehr bei dir. Oder? Das heißt, Vergebung bedeutet, Jesus nimmt die Sünden weg von mir. Und wenn ich das tatsächlich verstehe,
Ja, dann wird in meinem Herzen die Reaktion sein, wie David hier das erlebt. Glücklich bin ich. Ich kann Freude haben, ich kann tanzen, ich kann jubeln, ich kann singen vor Gott, weil ich verstehe, die Sünden wurden mir weggenommen. In Prophet Micha heißt das so cool, dass Gott uns die Sünden wegnimmt und ein Meer wirft. Ja, wenn er sie ins Meer werfen kann, ja, dann muss er sie ja irgendwo wegnehmen, und zwar von mir. Aber oft haben wir noch so ein schlechtes Gewissen, schlechte Gefühle, wo wir uns denken, okay, ja, vergeben heißt ja hier zwar vergeben, aber es ist ja nicht vergessen. Gott weiß ja alles und Gott erinnert sich wahrscheinlich auch und die Mitmenschen auch. Oder ich sage, ja, meine Schuld ist zugedeckt, aber im Gericht wird es wahrscheinlich wieder aufgedeckt werden. Zugedeckt ist ja nicht ganz weg, sondern ich kann es wieder aufdecken. Oder ich denke mir, ja, die Sünden werden nicht angerechnet, aber es macht es ja dadurch auch nicht ungeschehen. Und wir reden uns selbst wieder hinein in ein schlechtes Gewissen. Und das Schlimme ist, ich identifiziere mich wieder mit der Sünde. Sünder bin ich nicht, weil ich sündige, sondern Sünder bin ich, wenn ich mich mit der Sünde identifiziere. Weil wir haben gerade gelesen, das Werk Jesu am Kreuz bestand darin, mir die Sünde wegzunehmen. Das heißt, ein schlechtes Gewissen zerstört das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn ich mich wieder mit dem identifiziere, was Jesus mir weggenommen hat, komisch, warum ich da nicht glücklich bin. Ja, weil ich das ganze Evangelium mit einer Entscheidung völlig beiseite geschoben habe. Und wie kostbar ist, wenn ich Vergebung glaube, dass mir die Schuld und die Sünde weggenommen wurde. Und das Erste, was ich lerne, ist hier, wenn Jesus sie mir wegnehmen kann, ja, dann unterscheidet er ja ganz klar zwischen mir als Person und dem, was ich getan habe. Und das ist ja oft das schlechte Gewissen, was nicht weggehen will, wo wir uns denken, ja, ich bin dankbar für Vergebung, was immer das auch heißt, aber ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl. Ja, warum habe ich ein schlechtes Gefühl? Ich identifiziere mich immer noch mit der Sünde, ich mache mich eins und denke mir, ja, ich bin so untrennbar damit verbunden, dass Gott zwar irgendwie vergeben kann, aber ich bin immer noch eins mit der Sünde. Nein, bin ich nicht. Wenn Jesus sie mir wegnehmen kann, ist das ganz klar, dass er so klar zwischen dir als Person, der du einen Wert, eine Berufung hast, die er nicht aufgibt, trennt zwischen dir und dem, was du getan hast. Oder? Und so kostbar ist es, wenn ich das tatsächlich glaube. Wir haben ja alle Handys, alle Smartphones, alle Tablets oder irgendwas. Vielleicht hast du sogar ein Elektroauto. Und eins der größten Probleme der grünen Politik ist ja, wo kriegen wir denn jetzt die Energie her? Wenn wir ganzen Kraftwerke abstellen, ja, wo kommt das denn alles her? Und jetzt stell dir mal vor, du wärst ein Physiker, ein Chemiker, der eine Batterie entwickelt, die sich wieder auflädt mit Knopfdruck. Stell dir das mal vor. Und jetzt würdest du zum Patentamt fahren, hast dein Monatsticket in der Hand, würdest in der Trambahn fahren, aber innerlich sitzt du gerade schon im Rolls-Royce, wo du dir denkst, wow, wenn dieses Patent gut geht. Hey, ich bin der reichste Mensch der Erde. Alles in unserer Gesellschaft, in unserem Leben ist darauf ausgerichtet, irgendwelche technischen Geräte zum Leben zu erwecken und zu erhalten. Und jetzt stell dir vor, du hättest die Erfindung, dass du alle Batterien mit Knopfdruck aufladen könntest, weil du irgendwie plötzlich einen Einfall hattest, der ziemlich gut war. Ja, wie würdest du in dieser Trambahn sitzen, wenn du gerade zum Patentamt fährst? Du denkst dir, wow, mein Handy klingelt, ja, ist vielleicht Bill Gates, nein, ist meine Mutti. Aber du denkst dir, wow, die Zukunft gehört mir, ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich habe noch nichts auf dem Konto, aber ich weiß schon, wow, in ein paar Tagen geht's los. Und oft ist das, was wir falsch machen, ist, wir wissen das irgendwie im Kopf, aber wir fahren in der Trambahn mit einer miesen Laune, genervt, dass die Trambahn schon wieder zu spät ist. Und checken gar nicht, dass wir gerade das Patent abholen, was uns zum reichsten Mensch dieser Erde macht. Weil wir uns nicht identifizieren mit dieser Person, die diesen Einfall hatte. Die ihren Namen unter das Patent schreiben darf. Der vergeben worden ist. Und wenn die Bibel sagt, glücklich bist du, wenn dir vergeben wurde, ja, dann sollten wir unser Herz auch davon überzeugen. Und dann sollte unser Gesicht auch das zeigen. Dann sollten meine Arbeitskollegen das irgendwie merken, dass ich der glücklichste Mensch auf Erden bin. Nicht, weil meine ganzen Umstände schon von Gott verändert wurden, sondern weil mir
die großartigste Wahrheit aufgegangen ist, die die Bibel und das Neue Testament mir präsentieren will. Ja, manchmal fühlen wir uns mit Sünde, dass das so an uns dran klebt, wir so verbunden sind damit, wie wenn ich irgendwie in einen Hundehaufen getreten bin und zwar meinen Schuh wasche, aber es stinkt immer noch. Wir sind viel auf Spielplätzen unterwegs, da sind auch manche Hunde unterwegs. Da kommt schon mal vor, dass mein Sohn irgendwie einen Schuh nach Hause bringt, der nicht so schön riecht. Und der riecht nicht nur heute so, nachdem ich ihn gewaschen habe, der riecht noch ein paar Tage so. Und so geht es uns oft mit Sünde, dass wir irgendwie sagen, ja, uns wurde vergeben, aber, und jetzt machen wir den Fehler, ich identifiziere mich immer noch mit dem Alten. Und ja, mein Verhalten ist die logische Konsequenz, nicht von dem, wer ich bin, sondern von dem, wer ich glaube, dass ich bin. Mein Schüler, wenn er geglaubt hätte, seine Eltern hätten ihn verlassen, weil er nichts wert ist, er hätte ein miserables Leben, keine Chance, dass er ein glücklicher und erfolgreicher junger Mann wird. Aber weil er geglaubt hat, dass er wertvoll ist und was seine Eltern alles für ihn gegeben haben, deshalb ist er glücklich und erfolgreich. Und wie kostbar wäre das, wenn wir das Evangelium, was wir vielleicht schon so gut kennen, tatsächlich glauben, tatsächlich glücklich sind im Gebet, hüpfen können, jubeln können, tanzen vor Jesus. Wann hast du das letzte Mal gesungen vor Jesus, getanzt vor Jesus? Nicht nur, danke Jesus für Vergebung. So, macht das irgendwas in deinem Herzen? Macht das noch was in deinem Herzen, dass dir vergeben wurde? David, stelle ich mir so vor, der war in seinem Zelt oder irgendwo und der saß nicht nur da mit seinem Stift und hat den Psalm geschrieben, mal gucken, wie ich den jetzt richtig beende, sondern er musste den beiseite legen und dann steht dir immer wieder Zwischenspiel oder in deiner Übersetzung vielleicht Selah oder Musik, wo er merkt, wow, ich brauche eine Unterbrechung, weil mein Herz voll ist davon. Und ich dankbar bin, ich den Stift beiseite legen muss und Gott loben muss, weil ich verstanden habe, dass ich mir vergeben wurde. Und was dann passiert, wenn ich das verstehe, ist, das ist so ein Bewusstsein von Reinheit. Wenn ich glaube, dass Jesus meine Sünden weggenommen hat, was wir mehrmals gelesen haben, ja, dann kommt doch ein Bewusstsein von Reinheit. Und dann lesen wir zum Beispiel in Kolosser 1, 22, ich habe es hier, da lese ich, wie Paulus das ausdrückt, dass er gesagt hat, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod um euch, um mich, um dich heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Gott sieht mich als heilig, tadellos und unverklagbar. Und das sollte eine emotionale Reaktion in meinem Herzen hervorrufen. Wenn ich das tatsächlich verstehe und das meins mache, mich eins mache mit dem, wie Gott mich gerade beschrieben hat. Und das ist ein bisschen ein anderes Konzept ab als vergeben, aber nicht vergessen. Sünde wurde zugedeckt, aber wer weiß, wann sie wieder aufgedeckt wird. Sondern das ist ein Wohlfühlen in der Gegenwart Gottes. Das ist eine Sehnsucht nach Nähe mit Jesus. Wir sehen Jesus immer wieder, wie er Menschen ganz anders benennt als seine Mitmenschen. Die Bibel gibt das immer wieder, wie das Umfeld Menschen bezeichnet. Die Sünderin kommt daher oder der und der, die Ehebrecherin. Aber wenn ich in den Himmel komme, wird mich Jesus nicht vor allen nennen, hey, da ist der Ehebrecher da, da ist der Dieb da, da ist der Drogenabhängige da, da ist der Versager da, der in der Schule die Schule abgebrochen hat. Das wird nicht dein Name sein. Sondern die Bibel beschreibt uns, dass wir bei Paulus immer wieder Heilige genannt werden. Ja, nicht, weil all meine Taten heilig sind, sondern weil ich mich mehr und mehr identifiziere mit dem, wofür Jesus gestorben ist. Und es hilft nicht nur, wenn ich das einfach nur glaube, ich bin eine neue Schöpfung, aber in meinem Verstand immer nur über meine Fehler nachdenke und mich wundere, warum klappt das noch nicht? Warum sündige ich immer noch so viel? Warum fühle ich das nicht? Ja, weil ich mich noch nicht identifiziere und eins mache mit dem, was die Bibel hier über mich ausspricht. Und ein guter Test ist, ob ich diesen Psalm mit David sagen kann, ich bin so glücklich, weil mir vergeben wurde. Bist du glücklich, weil dir vergeben wurde? Oder hängst du dein Herz an noch so viele andere Dinge? Oder identifizierst du dich immer noch mit deinem alten Leben, was nicht ganz optimal war? Und da endet dann die Religiosität, wo ich all die richtigen Worte verwende, aber Realität in meinem Herzen vermisse, wenn ich mich eins mache
mit dem, wofür Jesus gestorben ist. Und dann merke ich auch, dass es normal für mich wird, Sünder zu lieben. Und zwar nicht den schlimmen Sünder in Amerika, der irgendwas Böses tut, was ich im Fernsehen sehe, sondern der Sünder, der dein Arbeitskollege ist und Böses gegen dich tut. Dann merke ich nämlich, dass diese Liebe, die ausgegossen in mein Herz, ausgegossen ist in mein Herz, nicht einfach nur, damit ich mich ein bisschen wohlfühle, sondern diese Liebe, wie wir in Römer 5, 5 und folgende lesen, die den Sünder liebt, die diese Unterscheidung machen kann zwischen dieser Person mit dem unglaublich großen Wert und dem Verhalten, was gerade noch an ihm klebt. Aber Gott sieht das getrennt und sieht den Menschen, wie er es wert ist. Und wenn diese Liebe ausgegossen ist in mein Herz, dann wird es normal für mich, Menschen zu lieben, die mir Böses tun. Weil diese Liebe für mich normal geworden ist. Und dann ist es völlig unnormal, dass ich anklage, dass ich mich angegriffen fühle, dass ich mich verletzt fühle, dass ich mich benachteiligt fühle. Das sind so unglaublich unnormale Gedanken für uns Kinder Gottes. Und das sollte in unserem Verstand auch ankommen, dass das völlig unnormal ist, was wohl mal hochkommt, was mir meine Gefühle wohl mal vorgaukeln, aber wo ich weiß, völlig unnormal für mich, der ich wiedergeboren bin, dem die Liebe Gottes ins Herz ausgegossen wurde. Und nochmal, nicht die Liebe, damit ich mich wohler fühle, sondern die Liebe, die den Sünder liebt. Und wie kostbar ist, wenn ich das merke, dass die Menschen, die mir Böses tun, dass ich eine Liebe für sie habe. Keine gekünstelte Liebe, sondern eine Liebe, die Jesus mir aufs Herz geschrieben hat, wo ich eng mit ihm war. Weil das ist oft so, wir lesen, ja, neue Schöpfung, so ist Gott, meine Berufung ist, verwandelt zu werden in das Bild Jesu. Aber dann merke ich irgendwie in meinem Alltag, boah, Mann, die Leute, die nerven mich oder oh, die stressen mich und warum sind die immer so? Und ich merke, dass diese Liebe noch nicht in mir ist. Und dann denke ich, ah, das ist so was Fremdes, diese neue Schöpfung ist so was Fremdes. Das versteht eh keiner richtig, was das so richtig ist. Im Himmel werden wir dann das alles wissen. Das wäre sehr schade, wenn wir es selbst im Himmel wissen. Dann bleibt das was Fremdes, wenn ich nicht in die Gegenwart Jesu komme, nah zu ihm komme und die Worte glaube, die er zu mir spricht, wo er sagt, mein Kind, du bist heilig, tadellos und unverklagbar. Und ich sage nicht, nee, ich bin ja gar nicht so gut, sondern ich glaube es, empfange das und mache mich im Herzen eins mit der neuen Schöpfung und ehre Jesus, indem ich das anerkenne, wofür er gestorben ist. Wie kostbar ist das? Ja, und das ist diese Verwandlung meiner Sinne, von der Paulus spricht in Römer 12, 2. Dass ich nicht einfach nur aufhöre zu sündigen, sondern dass ich verstehe, ich tue nicht das, wer ich bin, sondern ich tue das, wer ich glaube, dass ich bin. Und das ist so entscheidend, dass ich das nicht nur im Kopf weiß, sondern im Gebet einübe, das zu empfangen und zu sehen, dass mein Herz auch richtig darauf reagiert. Und dass ich mein Herz sage, ich bin heilig, ich darf dieses Bewusstsein von Reinheit haben. Ich darf dieses Bewusstsein haben, dass Jesus mich umarmt. Das ist kein selbstgemachtes emotionales Bild, um mich selbst zu trösten, sondern das ist Realität. Und wie schön ist das, wenn wir glückliche Menschen sind, weil wir viel beten. Dass wir glücklich werden durchs Gebet, weil wir in die Wahrheit kommen durchs Gebet. Und dass wir uns im Gebet nicht tiefer in unsere Sorgen und Selbstbezogenheit hineingraben, sondern durchs Gebet tatsächlich frei werden, aufstehen können. Vielleicht wir knien uns hin mit vielen Sorgen, aber wir stehen auf mit dem Glücklichsein im Herzen. Weil wir begriffen haben, um was es geht im Leben. Weil wir begriffen haben, dass die Sünde und die Schuld weggenommen wurde. Wir uns eins gemacht haben mit dieser neuen Schöpfung. Und wir plötzlich merken, wie unser Herz Menschen lieben kann, die uns ganz viel Böses tun. Und dafür möchte ich noch beten, dass wir tatsächlich im Gebet nicht aussteigen, bevor der Zug ankommt, sondern tatsächlich dort ankommen und in den Tag starten können als glückliche Menschen. Nicht, weil unsere Umstände sich verändert haben, sondern weil wir Wahrheit erkannt haben. Wahrheit nicht nur erkannt haben, sondern sie uns angezogen haben. Und dann merken, wie der Heilige Geist diese Früchte in unserem Herzen wachsen lässt. Es ist nämlich diese echte, tiefe Liebe für Menschen, die mir ganz, ganz quer kommen, die mir ganz, ganz übel tun und vielleicht schlecht über mich reden. Vater, ich danke dir sehr herzlich für deine
für dein Wort, für deinen Geist in uns, Herr. Danke, Vater, dass du uns tiefer und weiter führen willst, als wir bisher waren, Herr. Und ich danke dir, Vater, für Wahrheit, die du in unser Herz schreiben möchtest, Herr. Und ich bete, Herr, dass du uns überführst von so oberflächlichen und falschen Konzepten von Vergebung, wo wir merken, es produziert nicht die Früchte, von denen dein Wort spricht. Vater, wir beten, dass wir im Gebet tanzen und jubeln und weinen können, weil wir begreifen, wie groß deine Liebe ist. Und nicht nur ja, deine Liebe begreifen und spüren, sondern begreifen, was Realität in meinem Herzen, in meinem Leben geworden ist. Dass ich nämlich ja, rein geworden bin, dass ich heilig geworden bin, dass ich unverklagbar geworden bin. Herr, und ich will das ja wirklich glauben und ich will das wirklich für mich in Anspruch nehmen und mich identifizieren damit, mich eins machen damit und anerkennen, wenn dein Wort sagt, dass du mir Sünde weggenommen hast, ja, dann will ich auch anfangen, das zu glauben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass in dieser Gemeinschaft mit dir, in dieser Intimität mit dir, du deine Liebe auf mein Herz schreibst und ich plötzlich die Menschen, die mich gestern noch genervt haben, plötzlich mit anderen Augen sehen kann und sie lieben kann, weil ich ihnen wert sehe und trennen kann zwischen ihnen als Person und ihrem Verhalten, was mich vielleicht nervt. Aber sie als Person nerven mich nicht mehr, sondern ich sehe ihre Bedürftigkeit, ihre Not nach dir, ihre Verlorenheit und ihre Dunkelheit. Oh Vater, ich bete, dass du uns ein Licht in dieser Welt sein lässt, Herr, die nicht beschäftigt sind mit sich selbst nur für sich selbst beten, sondern tatsächlich frei von sich selbst geworden sind und ein Licht, die in dieser Welt sein können und deine Liebe vorleben können und Menschen Hunger und Durst machen können auf ein Leben mit dir. Amen.